Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Little Big Adventure. Ja, nach dem Desaster in Shantae, wo ich überhaupt nicht weitergekommen bin, spiele ich jetzt mal lieber ein bisschen Little Big Adventure weiter, denn da weiß ich wenigstens, was mich erwartet und was ich machen muss, und ich werde um einiges besser vorankommen. Und es macht mir momentan einfach viel mehr Spaß, weil, ja, LBR halt. Ich meine, LBR 2 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, und je öfter und je mehr ich den ersten Teil spiele, desto lieber mag ich ihn auch. Und ja, deswegen finde ich ihn einfach cool. Und ich bin jetzt hier nochmal auf die Brundle-Insel gefahren. Ups. So, irgendwie hatte ich meine Hände falsch auf der Tastatur positioniert und die falschen Tasten gedrückt. Deswegen war ich ja gerade ein wenig verwirrt. Aber ich möchte nochmal zu dem Typen hier gehen. Denn ich habe daran gedacht, was ich noch machen muss. Und ich bin mir nicht mehr sicher, wie man eine Sache genau macht. Und ich vermute, ich muss ihm hier meine Papiere zeigen. Okay. Also, jetzt hat man schon mal gesehen, wenn ich die dem zeige, dann ruft der Alarm. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas gebracht hat, aber ich wollte sicher gehen. Und ja. Ja, bla bla, da wissen wir schon, dass die im Hauptquartier von Dr. Funfox sind. Auf der Hauptinsel. Deswegen fliegen wir jetzt mal auf den Hamalai. Denn wir müssen noch einmal zurück auf die Südhalbkugel. Und wenn ich mich richtig erinnere, wird das unser letzter Besuch auf der Südhalbkugel sein. Denn danach müssen wir uns nur noch, in Anführungszeichen, um das Beamzentrum und die Festung kümmern und dann halt den dritten Runenstein ausfindig machen und zum Brunnen von Sendel reisen und Funfrock besiegen und yippie-yay, die Welt retten halt, ne? Was man so macht, einem alltäglichen Trott der Dinge. Naja. Ah ja. Irgendwie macht das Fliegen viel mehr Spaß als das Bootfahren. Ich meine, stellt euch mal vor, wenn man dieses Spiel mit heutigen Mitteln nochmal umsetzen würde, also nicht auf so einer isometrischen Perspektive, wobei die isometrische Perspektive eigentlich dazugehört. Zumindest in Gebäuden. Also in Gebäuden muss man eine isometrische Perspektive haben. In der Außenwelt nicht. Das ist nämlich im zweiten Teil auch so, dass in Gebäuden noch eine isometrische Perspektive ist, aber die Außenwelt komplett in 3D gerendert. Und so würde ich das, wenn es einen weiteren Teil gibt. Oh, Moment. Ich kann mich mal eben heilen, denn er gibt mir drei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Also wenn ein dritter Teil irgendwann mal rauskommen sollte, mit aktuellen grafischen und technischen Mitteln, dann halt, wie gesagt, Innenräume sollten symmetrisch, genau, die sollten symmetrisch sein, nein, isometrisch. Und aber halt natürlich auch gut aussehend, ist klar. Und die Außenbereiche halt in 3D. Und dann, aber, ja, die Mine habe ich irgendwie nicht gesehen. Und dann natürlich komplett direkte Steuerung, so wie hier halt, dass ich mit der Maus, nicht, irgendwie verhaspel ich mich die ganze Zeit. Eine direkte Steuerung, also dass ich mit der Tastatur spiele, so wie hier, und nicht mit der Maus irgendwie hinzeige, so wie es zum Beispiel in so Spielen wie Neverwinter Nights oder Icewind Dale oder Diablo der Fall ist. Und dann möchte ich gerne auch alle Fahrzeuge selbst steuern können. Also, Moment, ich muss mal eben aussuchen. Ich möchte erstmal auf die Zitadelleninsel, denn ich möchte etwas nachgucken, ob ich das jetzt schon erreichen kann. Das heißt, ich möchte, solange ich nicht mit einer Fähre fahre oder sonst irgendetwas, das ist natürlich klar, dass ich das nicht selbst steuern kann. Aber wenn ich zum Beispiel sowas wie den Katamaran habe oder das Schnellboot, sowas selbst steuern zu können, das wäre cool. Und wenn man da den Dinofly hat, stellt euch mal vor, wenn man dann wirklich eine Art Drachenflugsimulator hat und von Insel zu Insel fliegen kann. Natürlich muss man dann irgendwie noch gucken, dass der nicht überall landen kann, weil sonst könnte man ja den zum Einkaufen fliegen benutzen oder so. Und ich glaube, das würde das Spiel ein wenig langweilig machen, wenn man einfach überall hin sofort hinfliegen könnte. Aber ich glaube, das wäre ziemlich genial. Oder vielleicht
ein Spiel, das kein richtiges Little Big Adventure ist mit Abenteuern allem, sondern einfach halt so ein Spiel, mit dem, wo man fliegen kann. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich interessant. Moment, ich muss mal irgendwas gucken. Ich glaube. Das bringt jetzt auch nichts. Hallo, Nachbar. Okay, nein. Dann habe ich gerade eure Zeit verschwendet, denn hier muss ich jetzt noch nicht hin. Aber ich habe hier noch was anderes, was ich euch zeigen möchte. Deswegen fahre ich jetzt nicht mit dem Katamaran auf die Hauptinsel, sondern ich benutze die Fähre. Denn wir sind jetzt schon sehr oft mit dem Katamaran und dem Schnellboot gefahren. Und mit dem Kahn von dem alten Herrn, also dem Hasi da im Hafen von Beluga. Und ihr erinnert euch ja noch, dass Twinson am Anfang ziemlich seekrank war. Ja. Und jetzt wollen wir uns mal angucken, wie die Sequenz jetzt aussieht, wenn wir ein wenig seefester geworden sind. Ja, der weiß nicht, wo die sind. Ja. Ja, bla bla bla. Ich möchte das, ich kann das leider, wenn nach einem Dialog irgendeine Option kommt, so wie hier, dass ich aussuchen kann, ja, kaufe ich oder nein, danke, kann ich dem Dialog leider nicht vorspringen. Also wenn ich jetzt sowas habe, dann kann ich einfach auf Escape drücken. Okay, hier nicht. Aber zum Beispiel bei dem hier kann ich auch einfach auf Escape drücken und dann wird der Part geskippt. Das ist dann ziemlich nützlich, wenn ich schon was gehört habe. Aber das war jetzt, ja, konnte ich leider nicht skippen. Willkommen an Bord. Sie haben Glück. Es wird ein wahres Kreuzfahrtwetter angesagt. Ja, dir traue ich da nicht so ganz. Ich meine, grauer Himmel ist nicht wirklich Kreuzfahrtwetter. Ja, ja, genau. Kreuzfahrtwetter, richtig. Ist klar. Ich weiß ja nicht, was für dich Kreuzfahrtwetter ist, Hasi, aber das definitiv nicht. Und man sieht, Twinsen genießt die Fahrt. Ihm ist nicht mehr übel. Also auch ein sehr cooles Easter Egg, was wir hier haben. Also für sowas liebe ich Spiele, wenn man so kleine Details hat. Und das alles in 10 Megabyte. Das ist schon, also 10 Megabyte ist das Spiel nur groß. Dann kommen auch Sprachdateien dazu, sind dann irgendwie 30 Megabyte oder so noch. Aber das Spiel an sich ist 10 Megabyte nur groß. Das ist schon beachtlich, finde ich zumindest. So, oh, Geld, dankeschön. Brauche ich zwar nicht, aber was soll's. Guck mal, die gehen auch mit einem Schlag tot. Also mit einem Treffer vom magischen Ball. Aber die anderen irgendwie, ich weiß nicht, ob die einen stärker sind oder nicht. Oder ich habe keine Ahnung. Also, ja, sie müssen ja stärker sein. Aber ich weiß nicht wirklich, wovon das abhängt. Weil eigentlich dürften das alles genau die gleichen Klone sein. Hm, seltsam. Naja, egal. Das soll uns nicht weiter bedrücken. Denn wir haben jetzt etwas vor uns, bei dem wir die volle Konzentration benötigen. Denn wir wollen hier rein. Irgendwie. Ja. Und wie machen wir das jetzt am besten? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Schießt ihr auch noch mehr in den Rücken? Versuchen wir mal von der Seite reinzukommen. Denn hier sind wir beim letzten Mal ja auch rein. Ja, komm. Der hält wieder zwei aus. Also, das ist irgendwie ein bisschen inkonsistent. Ich weiß auch nicht. Und ich muss mal gucken, habe ich noch... Ja, ich habe noch einen Pinguin. Was sehr gut ist, denn hier ist eine Stelle, bei der wir den wirklich gebrauchen können. Hey, wo kommt der denn her? Der war noch nicht da, der Hasi, oder? Erinnere ich mich jetzt nicht daran. Aber ihr seht, der Feuerball macht das Ganze so viel einfacher. Oh Gott. Na, nur gut, der dreht wieder zurück. Aber mir fällt gerade ein, ich muss sowieso auf die andere Seite. Was jetzt ein bisschen doof ist. Kann ich mich da drunter ducken? Hey, cool, ich kann mich da drunter ducken, dann trifft er mich nicht. Und da oben sich ja schon ein roter Klon. Und auf diesen Hof wollen wir. Und ich gehe jetzt mal hier hin. Wieder in den vorsichtigen Modus, dann kann er nämlich über mich drüber feuern und ich werde nicht getroffen. Haha! Richtig taktisch gehe ich hier gerade vor. So. Denn hier ist einmal ein Kartenslot für die rote Karte. Aber nur mit der roten Karte würden wir hier nicht weiterkommen, denn wir brauchen woanders noch die... Da, die blaue. Und jetzt seht ihr, hier sind zwei Klone und gegen die kann ich so nicht viel ausrichten. Deswegen lasse ich einfach mal den Mecha-Pinguin los. Und... Zumindest der eine greift den Mecha-Pinguin an. Aber der andere nicht irgendwie noch. Scheiße, er hat ihn zerstört. Aber cool, habt ihr gesehen, der ist explodiert und hat den Klon direkt mitgerissen.
Was mal sehr cool ist. Also, ich wünschte, ich könnte mehr mit mir rumtragen, aber leider kann man hier immer nur einen auf einmal mit sich nehmen. So, stirb. Na gut. Ich habe zwar das Leben verloren, aber der Kampf lief doch recht gut, dafür, dass es zwei rote Klone waren. Also, ich muss schon sagen. Was ist hier? Das sind nur Wächter. Das ist ein Tor. Der hält wieder nur einen aus. Ach, da unten ging es auch hoch. Da hätte ich gar nicht drüber gehen müssen. Na gut. Aber wenigstens habe ich mir jetzt gespart, gegen den Hasi zu kämpfen. Weil hier auf der linken Seite war ja keiner. Und deswegen. Aber, ja genau. Er aktiviert die Karte, indem er dagegen läuft. Ist klar. Jetzt geht er wieder. Oh, jetzt hat er es wieder zugemacht. Komm schon, Twinsen. So, erstmal den da ausschalten, wenn ich ihn denn treffe. Ja, beweg dich ruhig. Komm her. Stirb! Ja, nochmal. Wie viel hätten der aus? Ist ja nicht nur grün. Na gut. So, jetzt gehen wir hier hoch und wir sehen ein super Deko, aber dank des Feuerballs können wir ihn jetzt besiegen. Und der hat glücklicherweise nur irgendwie so einen komischen Erbsenwerfer. Der kann uns nicht betäuben. Oder das liegt einfach daran, dass wir jetzt mittlerweile den Feuerball haben. Wow, hat der viel Schaden gemacht. Ja, mit denen ist immer noch nicht zu scherzen. Und wir betreten Dr. Funfrocks Hauptquartier. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht sterbe. Also erstmal, der muss sterben, der Quetsch. Wenn ich den richtig zielen kann. Ja, das könnte etwas dauern. Okay, jetzt habe ich ihn getroffen. Nein, nicht auf den blöden Alarmknopf. Hat er drauf gedrückt? Hat er nicht drauf gedrückt? Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich wurde bisher noch nichts von irgendwas getroffen, deswegen vermute ich mal, er hat es nicht mehr geschafft. Und hier steht ein Aufnahmegerät oder ein Abspielgerät, wie auch immer. Aber damit kann ich leider nichts machen. Na gut. Sieht aber sehr seltsam aus. Das habe ich vorher noch überhaupt nicht bemerkt. Und das gibt es auch sonst irgendwo im Spiel. Interessant. So, ich gehe jetzt hier ganz langsam vorwärts. Denn ich möchte ja nicht, dass mich irgendwas tötet, ne? Ich gehe erstmal hier runter. So. Du. Okay, das war in die vollkommen falsche Richtung. Das war auch nicht so besonders gut. Ich möchte dich töten. Wunderbaren Schlüssel. So. Ich hoffe, in den Fässern ist ein bisschen Lebensenergie drin, denn die kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Magie. Besser als nichts. Und hier Lebensenergie. 3. Auch besser als nichts. Also vor allem, ich kann jede Lebensenergie gerade gebrauchen. So, mit dem Schlüssel machen wir mal das hier auf. Denn hier sitzt der Hasi drin, der mir die rote Karte. Ja, damit bin ich sehr zufrieden. Dankeschön. Denn genau, das ist der Hasi, der hier aus dem Fenster geguckt hat und mit dem wir geredet haben. Irgendwann in irgendeiner Folge, ich weiß jetzt nicht mehr. Der uns zu seinem Bruder geschickt hat, wo wir Amos sagen mussten. Und dann haben wir die rote Karte bekommen. Und hier ist ein Geheimgang, den ich jetzt noch nicht aktivieren werde, denn damit kommen wir wieder raus. Ihr erinnert euch vielleicht, draußen war auch so ein Blitzgitter oder Metallplatte. Aber die konnten wir nicht aktivieren, weil sie zu hoch waren. Hier können wir sie aktivieren und kommen dann da genau wieder raus. Aber das wäre natürlich blöd, weil wir hier noch die Pläne nicht haben und da ist ein. Das war knapp. So. Aber der kann uns nicht erreichen hier oben. Deswegen besiege ich ihn jetzt einfach mit meinem Feuerball. Noch einer, dann müsste er tot sein. Wunderbar. Und er droppt uns wieder Leben. Herrlich, diese Klone. Ich mag sie. 5 sogar. Wow. Nicht schlecht. Da ist Dr. Funfrock. Seht ihr ihn? Ich weiß nicht so richtig. Ich glaube, ich nehme ein Kleeblatt. Oh Gott. Er lacht. Und erstmal den. Lass mich in Ruhe. Moment. Hä? Warum hat er ihn getötet und er hat sich gebeamt? Oh Mann.
Das war ein wenig knapp. Naja. Jedenfalls wisst ihr jetzt, wie Dr. Funfrock in Person aussieht. Oh, hey, da ist ja noch einer drin. Hallo. Ach, das ist der, der gepupst hat neben Dr. Nett, Funfrock. dass du mir hilfst. Aber ich habe es geschafft, den Schlüssel der Wache zu klauen. Nimm ihn. Ich brauche ihn nicht mehr. Oh, dankeschön. Komm, sammeln ihn ein. Ich suche die Pläne des. Bla, Nie davon. bla, bla, okay. Haben wir hier noch was drin? Nischt, na gut. Boah, aber ich wusste nicht mehr genau, wie das hier war. Und als gerade der Dr. Funfog war und auf mich zugegangen ist, boah, da hat mir schon das Herz kurz mal ausgesetzt. Aber egal, wir benutzen den Schlüssel und öffnen den Pläne Safe. des Dr. Funfrock gestohlen. Oh ja. Sehr geehrter Dr. Funfrock, ich habe die Pläne des Beamzentrums zu mir genommen, um am Wochenende zu arbeiten. Ich bringe sie Montag wieder. Gezeichnet Mies van der Rohe, Architekt, Skarabäusstraße, Zitadelleninsel. Genau. Unser schöner, netter Nachbar hat die Pläne. Wie man hier sehen kann. Nachdem der Lag auf dem Video aufgehört hat. Moment, wo war sie denn? Hier ist sie, da die Zitadelleninsel. Und da ist unser Nachbar. Toll, nicht? Aber was mich sehr freut, ist, dass wir endlich den Säbel, den magischen Säbel, den Säbel einmal in der Hand halten, bla bla bla. Auf jeden Fall den Säbel von Dr. Funfrock haben. Und Twinsen zieht den Säbel. Way. So. Und das ist die stärkste Waffe im gesamten Spiel. Ich bin so froh, dass wir den endlich haben, denn damit haben wir überhaupt keine Probleme mehr damit, uns durch Klone zu metzeln. Und je nachdem, in welchem Verhaltenmodus wir sind, verhält sich der Säbel auch anders. Also ich fange mal an mit dem langweiligsten, das ist der unauffällige. Wenn wir da kämpfen, dann geht das. Moment, wie? Ich muss nochmal die Beschreibung durchlesen, irgendwie weiß ich gerade nicht, wie ich angreife. Magischer Säbel, den Säbel einmal in der Hand, Enter-Taste, Alt-Taste, um zuzuschlagen. Das ist die stärkste Waffe auf diesem Planeten. Du kannst den magischen Ball wieder benutzen, wenn du ihn erneut auswählst, okay? Ah, so. Halt relativ unspektakulär. Zwei schnelle Schlitze mit dem Säbel, also das ist nicht besonders effektiv. Dann zeige ich mal normal. Das ist halt ein wenig schneller. Aber, naja, damit werde ich wahrscheinlich auch nicht kämpfen. Dann sportlich. Was eigentlich eine ziemlich coole Animation ist oder Attacke, aber man kann sie beim Kampf eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, deswegen werde ich die auch nicht benutzen, aber es sieht halt ziemlich cool aus. Dann macht Twins nämlich das hier. Rückwärtssalto, Vorwärtssalto, Tritt und zuschlagen. Jawohl. Ich frag mich, wo der das gelernt hat. Oder kriegt man das auf Twinsen einfach beigebracht? Naja, egal. Aber das Beste ist immer noch das Aggressive, dann macht der Twins nämlich das hier. Oh ja. Und stell dir vor, da steht jetzt ein Klon vor. Der hat keine Chance. Da frage ich mich auch, wo Twinsen das genau gelernt hat. Ich meine, ich kann sowas nicht. Und ich habe hier im Spiel auch keinen Säbel gehabt. Und nirgendwo wird auch erwähnt, dass Twinsen jemals mit dem Säbel irgendwas gemacht hat. Also, mein Respekt, wenn er einfach so mit Waffen umgehen kann. Der könnte sehr gefährlich sein. Ja, ich möchte ihn nicht als Gegner haben. Aber egal, wir entfliehen erstmal hier. Ach, der entflieht auch, gut. Und bevor ich jetzt zur Zitadelleninsel zurückkehre, ey, werde ich nochmal zum Wasserturm fahren, wenn ich genug. Ja, ich habe noch genug Kraftstoff. Noch, aber ich werde gleich noch welchen kaufen. Denn 3 ist mir ein bisschen zu wenig. Wobei. Moment. Ich brauche noch dreimal Kraftstoff, wenn ich mich nicht irre. Okay, ich werde keinen mehr kaufen. Dann geht das Ganze auch schneller. Ich laufe einfach mit dem Säbel rum. Scheißegal. Waffen. Ich bin sowieso schon gesuchter Verbrecher, von daher. Wen kümmert's? Und. Ja, genau, zum Wasserturm, um ein Easter Egg zu zeigen. Und jetzt demonstriere ich auch mal die Kraft des Säbels. Bäm! Tot. Also, der ist wirklich genial. Ich möchte zum Wasserturm, bitte. Brumm, brumm, ja. Los, fahr schneller. Ich möchte mehr mit dem Säbel machen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Easter Egg hier auch noch nie aktiviert. Ich habe nur darüber gelesen, weil ich habe dieses Spiel hier. Also Little Big Adventure 2 habe ich wirklich exzessiv gespielt und da weiß ich eigentlich alles oder fast alles. Also ein paar versteckte Nitro-Mecha-Pinguine weiß ich nicht. Die Ortschaften, da bin ich auch drauf gestoßen, habe mir gedacht, wow, das ist ein Pinguin, wusste ich nicht.
aber das hier habe ich halt nicht so oft gespielt. Und deswegen habe ich das nachgelesen. Was aber auch ziemlich cool war, wenn man dann so Sachen entdeckt und dann merkt, wow, cool. Und zwar gehe ich jetzt hier hin und man sieht immer noch den Sirup, den ich da reingekippt habe. Und wir haben ja noch eine Flasche klaren Wassers und die benutzen wir jetzt mal. Füllen etwas klares Wasser da rein. Und man sieht, das Wasser ist komplett rein geworden. Oh ja. Und wir werden jetzt nochmal zum Museum fahren und den Hasi, der uns das Buch geholt hat oder aufgeschlossen hat, fragen, wie ihm denn das Wasser jetzt schmeckt. Aber erstmal, Beamzell aktiviert und Joey ist da, du blöder Kobold. In deinem Labyrinth. Genau, ein Spezialauftrag. Oh ja. Ja, die Kobolde haben ein wenig Probleme mit dem Teleportieren. Denn die Beamzellen, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, auf jeden Fall, die Beamzellen sorgen dafür, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen ist Joey jetzt hier aus dieser Beamzelle erschienen, weil er sich eigentlich irgendwo anders hin teleportieren wollte. Ja, also es sind quasi zwei Easter Eggs in einem. Einmal ist es Joey, der herauskommt. Und zum anderen ist es das klare Wasser, das wir hier in die Quelle der Stadt kippen. Oh ja. So. Das ist ja bestimmt wieder der mies gelaunte Soldat. Aber diesmal möchte ich einfach nur an ihm vorbeirennen. Ich habe keine Lust, jetzt gegen den zu kämpfen. Weil mit seinen Waffen, wenn er mich sieht und dann auf mich schießt, das ist nicht so effektiv, mit dem Säbel gegen ihn zu kämpfen. Und ich habe jetzt echt keine Lust, mich da mit dem Ball irgendwie abzurackern. Wie geht's am schnellsten zum Museum? Ich glaube, ich gehe einfach mal hier lang. Das ist jetzt nicht der schnellste Weg, aber das dürfte der sicherste sein. Außer der Panzer fährt mir jetzt hier vorne rein. Aber der scheint nicht da zu sein, was ziemlich gut ist. Deswegen kann ich einfach durchlaufen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und dann gehen wir mal weiter und weiter und weiter. Haha, der ist wirklich nicht mehr in seiner Zelle, der Hasi. Sehr schön. Der Elefant ist wahrscheinlich immer noch drin. Der ist nicht entflohen, der Deko. Aber, naja, was soll's. Wir haben ihm eine Chance gegeben. Wenn er die nicht ergreift, dann ist es seine eigene Schuld. Also, nochmal werde ich da ganz bestimmt nicht reingehen. Ich meine, ich habe das Säbel und ich weiß, wo die Pläne sind. Deswegen, scheiß drauf. So. Jetzt sind wir auch schon gleich bei dem Hasi. Hoffe ich. Wo ist er denn? Ist er da oben? Ah, nein, der ist noch da unten. Richtig, beim Buch. Ich bin da unten, man sieht ihn jetzt schon. Ich bin in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Großartig. So, Treppe runter. Und nach rechts abbiegen. Und noch einmal nach rechts abbiegen. Und wir haben unser Ziel erreicht. So, wie schmeckt dir denn das Wasser? Nein, ich möchte wissen, wie das Wasser schmeckt. Ja, ich weiß. Ja, ja. Oh, Kleeblatt. Putzen. Das ist die Kraft des klaren Wassers. Es kann Nierensteine auflösen. Ihr müsst euch mal vorstellen, wie verdünnt das sein muss. Das hat den Sirup beseitigt. Das hat die Nierensteine weggemacht. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn man einen Schluck aus der Quelle an sich trinkt. Ob man dann irgendwie ewig lebt oder so. Ob das die Quelle der ewigen Jugend ist. Auf jeden Fall ist die ziemlich cool. Und jetzt ist auch klar, warum dieses Wasser sich in den magischen Gegenständen einreiht. Nach der Tunika, dem Buch und dem Medaillon von Sendel. Also, das ist schon ziemlich genial. Muss man eindeutig sagen. Oh, lass mich in Ruhe. Komm, geh weg. Geh weg. So, jetzt nochmal mit Anlauf. Oh, das wird knapp. Ah, wunderbar. Ohne getroffen zu werden. Mal eben so durch. Ah, ihr lasst mich bitte auch in Ruhe. Ich möchte einfach nur hier durch. Ich möchte mich nicht mit euch abgeben. Ich meine, ich werde bald eurem Boss entgegentreten. Dann habe ich was zu tun. Aber ihr normalen Soldaten, ihr habt doch keine Chance mehr gegen meinen Säbel. Beziehungsweise eigentlich ist es ja mal Dr. Funfox Säbel gewesen. Und anscheinend hat er noch mehr davon. Denn man hat ja gesehen, dass Dr. Funfox vor dem Beam auch so einen Säbel in der Hand hatte. Und den hat er mitgenommen. Aber, ja, was soll's. Dann gibt's halt mehrere stärkste Waffen auf der Welt.
Das ist mir jetzt relativ wurscht. Und bin ich hier überhaupt richtig? Ist hier der Katamaran vor Anker? Ich hoffe doch. Denn ich möchte auf die Zitadelleninsel und ich möchte dafür nicht 30 Caches für die Fähre bezahlen. Ah, wunderbar. Ich möchte zur Zitadelleninsel, denn diesmal können wir wirklich dahin und uns die Pläne fürs Beamzentrum abholen. Ja, wieder eine tolle Reiseanimation. Und jetzt, um nochmal auf das neue Spiel, falls es denn irgendwann mal kommen sollte, mit einer tollen Grafik zurückzukommen. Stellt euch vor, man könnte jetzt den Katamaran selbst steuern. So ein bisschen wie bei The Legend of Zelda Wind Waker eventuell. Also man müsste natürlich dann irgendwelche interessanten Sachen noch einbauen, weil sonst wäre es langweilig, wenn man jedes Mal irgendwie 10 Minuten Boot fahren muss, um zum nächsten Ort zu gelangen. Aber was soll's? Hey, mein Haus ist kaputt. Sie haben mein Haus zerstört. Und was? Wieso rennt ein Hasi? Was haben die mit unserem Haus gemacht? Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Ein Spezialauftrag des guten Dr. Funfrock. Kommen Sie doch herein, Nachbar. Wir schauen uns das gemeinsam an. Sie sind ziemlich kompliziert. Ah, danke schön. Aber mein Haus. Mein schönes, großes... Wo habe ich denn meinen Schlüssel? Haus. Hast du einen Schlüssel bei dir? Es ist kaputt. Oh Mann. Toll. Das Geld bringt mir jetzt auch nichts mehr. Das heißt, ich werde irgendwann ein neues Haus bauen müssen. Hm. Hallo. Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Ein Spezialauftrag des guten Dr. Funfrock. Jetzt haben wir noch mehr Grund, uns an Dr. Funfrock zu rächen. Er hat unsere Freundin entführt. Er ist sowieso so der Bösewicht aus der Prophezeiung. Und er hat unser Haus zerstört. Ey, das geht mal gar nicht. Fragen Sie meinen Sohn. Er ist von der Arbeit zurück. Apropos, tut mir leid für Ihr Haus. Ja. Klone sind mit einem Kampfpanzer gekommen. Sie haben nach Ihnen gesucht. Na toll. Wunderbar. Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Fragen Sie meinen Sohn? Ja, den will ich doch ansprechen. Ich suche die Pläne des Beamzentrums. Kommen Sie doch herein. Hm, irgendwie ist der Schlüssel weg anscheinend. Ich vermute, der ist hier. Weil irgendwie sieht das so aus, weil hier so ein Rechteck ist, mit Blumen umrahmt. Oder was muss ich jetzt genau machen? Ach komm schon. Ich suche die Pläne. Kommen Sie doch. Jetzt rennt er dagegen die Wand. Dann wechseln wir mal eben die Karte. Gehen hier mal rüber und dann wieder zurück. Und dann muss ich irgendwie an den Schlüssel kommen, denn ich möchte diese blöden Pläne haben. Ich meine, wenn ich dem den Säbel unter die Nase halte, vielleicht will er mir dann das geben. Hm. Grab doch mal. Das ist bestimmt der Schlüssel. Hm. Nicht? Das ist irgendwie seltsam. So kann ich auch nicht da rein. Dann fragen wir mal seinen Sohn. Hey, er gräbt wirklich. Ja, komm, bleib stehen. Kommen Sie doch herein, ja, gerne doch. Ja, genau. Du bleibst an mir hängen. Du kannst nicht um mich rumgehen. Nein, ich bin eine Wand, die nicht durchbrochen werden kann. Ich bin nämlich stärker als der Krieg. Ja, das wurde mir gesagt. Wo habe ich denn meinen Schlüssel? Papa, hast du einen Schlüssel bei dir? Komm. Gib ihm deinen Schlüssel. Man braucht nur zu fragen. Hä? Okay, gerade eben hat er das nicht gemacht, aber jetzt macht er es auf einmal ein wenig seltsam. Vielleicht sind sie noch alle geschockt davon, dass mein Haus zerstört ist. Das schöne Haus. Ich muss das Beamzentrum betreten. Man hat mich beauftragt, dieses Gebäude zu überprüfen, da es teilweise auf Ruinen errichtet wurde. Wie ein Notfall. Also wir haben natürlich überhaupt keine Ahnung, wer dieser Verrückte sein könnte, der irgendwelche Anschläge auf Symbole von Sendel verübt. Horn of Gorli. Und danke dafür, dass du uns den Schwachpunkt des Beamzentrums verrätst. Das werde ich dir gut vergüten. Sie brauchen meine Karte, um ins Zentrum zu gelangen. Sie liegt auf dem Zeichentisch. Oh, danke. Und falls Sie diesen Vandalen mit dem komischen Horn erbrechen,
Treten Sie von meiner Stelle ins Hinterteil. Ich weiß nicht, ob ich mir selbst in den Hintern treten kann. Du meinst dieses Horn? Na toll, schade. Das wäre bestimmt lustig gewesen, wenn man das hier benutzen kann. So. Den Papierschein des Architekten. Dankeschön. Ja, wir haben einmal Twinsons Personalausweis und wir haben den Personalausweis von Herrn Mies van der Rohe. Dieser Passierschein soll dir ermöglichen, in das Bienenzentrum zu gelangen. Du wirst dann noch das Horn von Gorley links nach dem ersten Wachposten benutzen müssen. Ja, okay, gut. Dankeschön, dass du uns hier mal ebenso deinen Personalausweis zur Verfügung stellst oder deinen Passierschein oder wie auch immer. Denn damit kommen wir ins Bienenzentrum hinein. Jawoll. Das heißt, das war unser letzter Besuch auf der Zitadelleninsel und überhaupt unser letzter Besuch auf der südlichen Halbkugel. Denn ab jetzt wird sich der Rest des Spieles nur noch auf der nördlichen Halbkugel abspielen. Denn wir haben jetzt auch alles hier besucht. Wir waren im Hauptquartier von Dr. Funfrock. Wir waren auf allen Inseln. Und ansonsten ist hier eigentlich auch nichts mehr übrig, was man machen könnte. Von daher, alles in Ordnung. Wir könnten zu Jerome Baldino zurückgehen, weil wir sollten ja das Jetpack für ihn testen. Im Moment, warum bin ich zur Hauptinsel gefahren? Egal. Aber er wird uns dann nur sagen, dass wir das noch weiter testen sollen. Deswegen hat das eigentlich keinen Zweck. Von daher steige ich jetzt nochmal in den Katamaran ein. Nein, los, komm, steig ein. Und fahre diesmal an die richtige Stelle, nämlich auf den Hamalayi. Wunderbar. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Naja, dafür haben wir jetzt nochmal uns die Beine vertreten auf der Hauptinsel. Genau, denn so eine lange Fahrt von der Zitadelleninsel, die in der Nähe des Südpoles ist, einmal zum Äquator. Das dauert ja schon ein bisschen. Und ja, nicht nur für Twinsen, sondern auch für uns, weil wir uns diese ellenlange Animation, wenn man sie denn überhaupt als solche bezeichnen kann, die ganze Zeit angucken müssen. Fahr doch schneller, bitte. Schneller. Schneller, sag ich. Noch schneller, bitte. Wenn Twinsen schwimmen könnte. Das wäre was. Ah, endlich. So. Können wir endlich wieder was machen. Und ich werde jetzt so schnell, wie es mir möglich ist, zur Nordhalbkugel reisen. Zum Beamzentrum. Und ja, ich sag mal, wir gehen noch in das Beamzentrum rein. Und das war's dann für diesen Part. Also ich kann jetzt längere Parts machen, wie ihr bestimmt auch schon gemerkt habt. Der letzte Part war ja länger. Aber ich möchte eigentlich so 30 Minuten Parts machen. Bloß beim letzten Mal ist es dann doch 40 Minuten geworden und jetzt bin ich auch schon über die 30 Minuten hinaus. Weil irgendwie, es macht so viel Spaß, ich will gar nicht aufhören. Na toll. Ja. Voller Euphorie laufe ich ins Wasser. Yippie-yay. So, noch einmal. Wobei, hier... Oh, nee. Hier macht mir das Sterben irgendwie nicht so viel... Cool, so kann ich auch ausweichen. Gut, erstmal den Ball wieder ausrüsten. Das hatte ich ganz vergessen. Hier macht mir das Sterben irgendwie viel weniger aus als in Shantae. Ich weiß auch nicht. In Shantae ist das einfach doof. Es ist unbeschreiblich. Vor allem der Depp von Beams hat auch richtig bemerkt, an einer Stelle hat ich mich echt von jedem Gegner treffen lassen, von dem man sich treffen lassen kann. Das war echt furchtbar. So. Habt ihr das gesehen? Zwei Schläge und der rote Klon ist besiegt. So mächtig ist der Säbel. Also ich bin saufroh, dass ich so eine Waffe habe und vor allem eine Waffe, mit der ich auch vernünftig im Nahkampf kämpfen kann und nicht mich auf den Ball die ganze Zeit verlassen muss. Na komm, kletter schon hier hoch. So, nochmal hier hoch und dann sind wir auch schon fast auf der Nordhalbkugel. So, jetzt... Oh. Ja, benutzen wir nochmal eins. Ich meine, wenn wir schon mal hier kostenlos Kleeblätter bekommen, dann sollten wir das auch ausnutzen, ne? So, weiter geht's. Einmal zur heiligen Karotte, bitte. Oder wir könnten nochmal Skifahren, Snowboard fahren gehen, meine ich. Aber, nein, nicht jetzt. Wir sind schon genug Snowboard gefahren. Jetzt ist erstmal die Priorität, unser Haus zu rächen, die Freundin zu befreien und nebenbei noch die Welt zu retten. Irgendwie sowas, ne? Dinofly! Wie schnell es auf die Nordhalbkugel geht, echt. Dafür, dass man eigentlich total schnell durch die Berge durchkommen soll, war das doch relativ einfach. Danke der Nachfrage. Ich möchte auf die Insel Brundle.
Brundel. Na gut, ich habe das Spiel ursprünglich auf Englisch durchgespielt, da wird das Brundle ausgesprochen und Brundel klingt irgendwie ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es klingt doof. Ich meine, hätte ich das als kleines Kind gespielt, dann hätte ich auch es jetzt als Brundelinsel bezeichnet, weil es einfach für mich dann halt dazugehört hätte. Aber jetzt, wo ich älter bin und das Spiel auch als älterer Mensch gespielt habe, also naja, was heißt älterer Mensch? Ich bin gerade mal 20. Ja, das erste Mal habe ich es mit 19 gespielt. Von daher. Also so lange ist es auch noch nicht her. Little Big Adventure 2 habe ich mit 6 gespielt, mit 7. Das war noch was völlig anderes. So. Gehen wir mal zu dem Typen hin. Aber gerne doch, werde ich dir meine, vor allem meine Papiere zeigen. Die gehören ganz bestimmt mir. Ja, hier, bitteschön. Oh, jetzt funktioniert das wieder nicht. Okay, dankeschön. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Und somit können wir einfach in das Beamzentrum hinein. Yay! Da ist eine Büste von Dr. Funford. Und da. Das hat sich wirklich gut angehört. Moment. Hö? Ah! Ein blöder roter Klon. Moment. Den möchte ich jetzt ausschalten. In meinen aggressiven Modus gewechselt und. Da, hallo? Geh in den. Das. Hallo? Was soll denn der Mist? Das hast du verdient. Genau, gib mir ein Kleeblatt. Dankeschön. Boah, was für ein blöder Elefant, ey. So, können wir hier rein? Nein, können wir nicht. Dafür brauchen wir einen Schlüssel, den wir nicht haben. Beziehungsweise, nein, es gibt ja den Schwachpunkt. Das hier ist ja der erste Wachposten. Und links hinter dem Wachposten ist der Schwachpunkt, und zwar da oben. Aber erstmal gehe ich nochmal in das Haus hier rein und rede mit dem Hasi. Guten Tag. Hehe. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr über das Zeichen drüber malen musst. Hehe. Und zwar auf meine ganz eigene Weise mit meinem Freund, dem Horn von Gorli. Wenn ich denn hier hochgeklettert komme. Naja, schnell, da kommt der Maler. So, da sieht man schon, es ist irgendwie bemalt. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob sich das ändert, wenn er einmal drüber malt. Warten wir mal ab und gucken, was er jetzt genau macht. Er klettert hoch. Und. Hm. Ja, los, mach schneller. Wutsch, wutsch, wutsch. Immer drüber. Und. Ja, es ist komplett weiß geworden. Das heißt, wäre ich hier erst hochgeklettert und hätte nicht gewusst, dass das Symbol von Sendel da ist, hätte ich mich vielleicht gefragt, was ist denn da? Aber, ja, ich weiß auch nicht, wann genau es jetzt wieder erscheint. Aber das ist mir egal, ich will jetzt nicht so lange warten. Ich benutze einfach das Horn von Gorli. Ich muss näher ran. So, an dem weißen Punkt. Tröt. Und somit kann ich ganz einfach in das Zentrum rein. Moment, ich glaube, ich muss springen. Ja, ich muss springen. Und hier sind wir auch schon im Beamzentrum. Und jetzt muss ich mal gucken. Da ist eine Beamzelle. So, Geld. Hm, da oben ist eine Statue von Dr. Funfrock schon wieder. Oder eine Büste, besser gesagt. Es ist ja nur der Kopf. Und nicht der komplette Dr. Funfrock. Und Moment mal, im Beamzentrum sollte doch auch Türcode neben einer bestimmten Tür im Inneren des Beamzentrums gesetzt, gibt der Zugang zu einem Vorrat an Mecha-Pinguins. Den habe ich beim ersten Durchspielen auch nicht geholt. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr dran gedacht, als ich soweit war. Deswegen werde ich den möglichst jetzt holen, wenn ich denn hier durchkomme. Du blöder Elefant. So. Ja, ich habe gerade einen kleinen Bug ausgenutzt. Und zwar. Oh. Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Und zwar, wenn man angegriffen wird, fliegt man ja zurück. Und wenn man genau in dem Moment den Verhaltensmodus wechselt, dann fliegt man nicht weiter zurück, weil Twinsen halt einfach wechselt. Und eigentlich möchte ich ihn nicht nutzen. Ich habe ihn jetzt auch eigentlich benutzt, ohne ihn eigentlich benutzen zu wollen. Also ich habe nicht drauf geachtet. Aber. Ich möchte das Spiel halt so durchspielen, wie es durchgespielt werden sollte ursprünglich. Ja. Und hier müssen wir den Türcode verwenden. Weil ich habe nämlich beim Durchspielen hier die Tür gesehen, habe sie nicht aufbekommen, mir nichts weiter dabei gedacht, weil ich total vergessen hatte, dass ich den Türcode bekommen hatte. Und damit können wir jetzt hier rein und... Wow. So viele Mecha-Pinguine.
Yay, nimm doch bitte mehr mit, Twinson. Nein? Na gut, dann eben nicht. Blödmann. So, hier ist nichts drin in dem Werkzeugkasten. Vielleicht in dem Fass? Ja, Geld, das ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Aber gut, was soll's. Vielleicht können wir dann da damit Twinson helfen. Wenn wir jetzt noch ganz viel Geld sammeln, kann er sich ein neues Haus leisten. Das ist ja auch schon mal was, ne? Und ich beeile mich jetzt mal, dass ich das Beamzentrum hier durchkriege. Dann kann ich nämlich, dann muss ich nicht so lange rendern und... Verdammt nochmal. Das ist doof. Weil ich in die Tür reingegangen bin, habe ich den Schlüssel nicht mehr, den mir die Deko gegeben hat. Okay, Moment, ich versuch's mal mit dem Ball. Cool, wie ich getroffen habe, obwohl ich überhaupt nicht richtig auf ihn gezielt habe. Das ist doof. Moment, machen wir es doch mit dem Schwert. Und ich... So. Näher ran, so. Wunderbar. Ich verliere viel zu viel Lebensenergie. Aber hier werde ich nicht so oft sterben wie in der Mutantenfabrik, das verspreche ich euch. Ich versuche jetzt kein einziges Mal mehr zu sterben. Gut, wir haben den Schuss aktiviert. Du, ja, drück ruhig auf das drauf. Nein. Das war ein bisschen doof. Damit er das nicht nochmal macht. Ach, da ist jetzt einer erschienen. Na gut, das macht mir jetzt nicht so viel. Ich schalte ihn lieber jetzt mal aus. Ich hätte ihn auch vorher schon ausschalten können. Irgendwie über den Zaun drüber, aber da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Der hält auch nur einen Schuss aus. Toll. Hier sind noch mehr von den Dingern. Ja, an der läuft jetzt auch vorbei. Du bist mir vollkommen egal. Dumpti-dumpti-dum. Da geht's raus. Da möchte ich jetzt aber noch nicht raus. Ich möchte nämlich erst... Hey, ich muss den zerstören, oder? Ja, ich muss den töten. Oder zerstören, oder wie auch immer. Denn der droppt mir garantiert wieder einen Schlüssel. Und ohne Schlüssel komme ich nicht weiter. Geh kaputt. Du schießt mir zu viel. Ich möchte nicht mit dem Säbel auf dich einschlagen. Das wäre garantiert mein Todesurteil. Wie viel hältst du aus? Hä? Okay. Doch nur ein Trank. Wo ist denn dann... Moment mal. Irgendwo muss hier ein Schlüssel versteckt sein. Ich weiß bloß nicht genau, wo. Das ist ein bisschen doof. Ich untersuche jetzt alle. Ich glaube, in dem Fass. Da stand ein Fass. Und da ist, glaube ich, der Schlüssel drin. Das überprüfe ich jetzt mal, bevor ich hier alle Kisten irgendwie durchsuche. Denn das wäre doch gelacht, wenn hier kein Schlüssel drin wäre. Ja, wunderbar, ein Schlüssel. Dann kommen wir hier weiter. Also man muss wirklich auch die Sachen untersuchen, sonst kommt man hier nicht weit. Und das Tor geht zu, das ist nicht gut. Ist eingesperrt und da kam irgendwas aus einer Beamzelle. Da ist was in der Beamzelle. Säbel. So. Wunderbar. Und du stirbst auch, bevor du da drauf drücken kannst. Da kam wieder einer. Komm. Oh. Habt ihr das gesehen? Ich habe den Schalter zerstört. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Hä? Ich verletze den irgendwie nicht. Jetzt? Nein. Hä? So. So, jetzt habe ich ihn getötet. Ich verstehe gerade nicht, warum ich keinen Schaden gemacht habe, aber gut. So, das haben wir auch zerstört. Zerstören wir den noch. Und die letzten beiden Schalter. Dann können die Beamzellen nicht mehr benutzt werden. So. Aber irgendwas müssen wir doch garantiert noch zerstören. Damit das Beamzentrum nicht mehr funktioniert. So, erstmal töte ich. Ahahaha. Was werdet ihr denn dann machen? Was? Du? Ich brauche ein Kleeblatt. Ich brauche den magischen Ball. So, stirb. Du Blödmann. So viel zu, gehen Sie raus und wir werden Ihnen das zugutehalten. Ja, der wird mich erschießen. Der Blödmann. So. Kann ich was damit machen? Nein, dann werde ich ihn zerstören. Okay, ich glaube, ich brauche den magischen Ball dafür. Ja! Wir haben erfolgreich das Beamzentrum zerstört. Hier ist auch alles explodiert, wie man sehen kann. Kann ich hier entkommen? Moment, das möchte ich ausprobieren. Ja! Ich kann hier rausgehen. Wunderbar. Ups. Das war jetzt nicht so intelligent. Aber egal. Ah, komm. Hallo, was soll denn das? Warum hängst du jetzt schon wieder fest, Vincent? Nee. Na gut, das ist auch offen. Dann gehe ich nochmal gucken, wohin genau die Tür hinten jetzt führt. Aber ich glaube, die führt einfach zu der Tür, wo wir sowieso schon vorher geguckt haben. Und dann, wenn ich draußen bin, sage ich mal,
war es das jetzt für heute. 44 Minuten oder na 45 Minuten eigentlich schon. Ist eine gute Zeit. Wir haben das Beamzentrum erfolgreich zerstört. Jetzt fehlt nur noch die Festung und ich ziehe mein Schwert und mache noch ein paar Saitos, einfach weil es so cool aussieht. Und sag dann damit ciao und bis zum nächsten Mal.